Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Schalke 04 bei eurem Hansa-Fan. Und auf geht's hinein in den 23. Spieltag dieser Saison. Bundesliga zuletzt mit einer Niederlage, aber in der Euroleague haben uns ein bisschen den Frust von der Seele geballert der letzten Woche. Nämlich 3:0 ging es gegen Kopenhagen. Es hätte auch ruhig gerne höher ausgehen können. Wir sind aber damit souverän ins Achtelfinale eingezogen und auf geht's jetzt hier also ins nächste Match. Auswechseln hier müssen wir mit Fix Hector für Aogo, steht natürlich in den Kader, so mehr machen wir hier in der Stammelf erstmal nicht. Ich muss noch überlegen, ob wir jetzt hier doch wieder die erfolgreiche 4-4-2-Variante nutzen oder doch eher aufs neue System umsteigen, was ich mal ausprobieren wollte. Wir spielen in Frankfurt dann mal in Weiß heute und da müssen wir mal schauen. Auch Geis ist ziemlich müde, ich würde sagen, dann probieren wir kein neues System aus, sondern gehen hier eher auf... Und Hünteler ist wieder fit. Sehr schön. Hünteler ist wieder topfit. Wird also hier in den Kader kommen. Für Kennedy in die Startelf kommen. Di Santo draußen. Choupo-Moting wird hier auch noch für Höger in den Kader rücken. So, Uchida war eigentlich recht gut hier zuletzt. Kaisara. Oh, Geis. Geis müsste auch mal eine Pause gönnen wieder. Gut, dann kommt er heute für... Nee, doch, für Marco Höger. Der hat mir gut gefallen zuletzt. Geis dann für Goretzka in den Kader. Nastasic hat jetzt auch gut gespielt. Höwedes könnte eventuell eine Pause brauchen. Gut, dann lassen wir Nastasic ran für Höwedes. Wir müssen jetzt mal ein bisschen rotieren. Wir haben im letzten Mal gesehen, was uns alles bevorsteht hier für Spiele. Deswegen, ja, so, für Höwedes, da kriegt auch noch eine Pause. Kommt Kehrer in den Kader. Goretzka eher für Geis. Nee, Geis brauchen wir eher noch im Kader. Bergwijn, Heuberg. Hätten wir auch noch anzubieten. Natürlich Christiansen noch. Auf jeden Fall werden hier wohl die nächsten paar Spieler zum Einsatz kommen, die sonst nicht zum Zuge kamen. Von daher, ja, Kapitän Hünteler heute. Der Hunter nach Verletzungspause zurück. Es wird also spannend. Gegen Frankfurt wollen wir also den nächsten Sieg einfahren. Wird hoffentlich auch so gemacht. Haben wir auch bitter nötig, in der Bundesliga wieder zu gewinnen. So, Nastasic hier erstmal grätschen. Gegen Alex Meyer. Okay, das war nix. Meyer macht's nicht alleine. Seferovic und Fährmann wehrt ab. Okay, das ist nicht meine Übung. Oh nö, ernsthaft? Ist es euer Ernst? Verdammt, dass immer noch Schnee liegt. Oh nö. 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der Winter ist zurück in Deutschland. Frankfurt empfängt in der Commerzbank Arena den FC Schalke 04. Ach, können wir schon wieder mit Schnee umherdümpeln hier. Das ist doch zum Kotzen. Was für ein Datum müsste mittlerweile sein? Ende Februar, ne? Oh. Ah gut, so, klassisches 6-Punkte-Spiel. Wenn die Frankfurter gewinnen, sind sie dran an Schalke. Wenn wir gewinnen, können wir die Frankfurter uns auf Distanz halten und die Euroleague-Plätze etwas sichern. So, Hünteler wieder im Fokus. 10 Saisontore, Schalke ist besser Torschütze, klar. Lewandowski führt die Liste an mit 18 Treffern bislang. So, Hunter zurück nach langer Verletzungspause. Oder nach längerer Verletzungspause. Gleich als Kapitän, Höwedes heute. Bekommt eine Verschnaufspause und da haben wir die Aufstellung der Frankfurter. Heinz Lindner ist im Tor. Dann haben wir Jakba, Andersen, Ross und Rita. Reinhardt vor der Abwehr, Hasebe und Flo auf den Halbpositionen. Und vorne ging es mal alles wieder viel zu schnell, um das zu lesen. Ja, aber Hansa findet es ein bisschen langsam. Er wird doch schon alt, ne? 22. So, da haben wir die Schalker Startformation. Wie gesagt, denn im System gibt es dann doch noch keine Änderungen dafür, dass wir so viel rotieren müssen. Passt es denn nicht, wenn wir unsere Stammspieler dann noch rausnehmen müssen? Da passen wir uns dann doch lieber an. 4-4-2 oder so. Da haben wir den Ex-Schalker Sascha Rita. Ist im Winter ja von Schalke nach Frankfurt gewechselt hier bei uns im Let's Play. Und auf geht's! Meier und Seferovic im Sturm beim Anstoß. Da haben wir Steffen Reinhardt. Blum, ehemalige Freiburger. Stendera auf der 10. Das haben die auch schon noch zusammen. Aogo, gut erobert den Ball. Vertritt er heute den gelb gesperrten Hector. Jakba. Flum. Fehler bei der Ballannahme. Wieder Jakba. Wieder Flum. Wieder Jakba. Wobei an Kaisara. Jakba. Flanke kommt. Auf die langen Pfosten. Da ist Stendera. Marc Stendera. Mit der Erstmöglichkeit für die Eintracht. Nach knapp 5 Minuten. Ja, wollte er schön Dropkick nehmen. Aber der Ball geht dann doch am kurzen Pfosten. Außen vorbei. Hünteler kriegt den Ball nicht verlängert. Russ. Rita. Dann kommt der Ball auf. Haris Seferovic. Nastasic. Nastasic kann sich da gut befreien. Aogo. Dennis Aogo.
mit Hüntela. Meier. Meier zu Hüntela wieder. Das war gar nicht schlecht gespielt. Hüntela zu Meier. Ah, der überläuft den Ball. Nicht gut gemacht. Da ist der andere Meier, Alex Meier bei Frankfurt. Und der spielt den Ball den anderen Meier genau in den Fuß. Di Santo, Höger und Leroy Sané. Langer Pfosten, der Ball und das gibt Ecke, denn da war Marco Rus nochmal dran. Erste gefährliche Aktion, also auch der Schalker. Leroy Sané tritt die Ecke. Ja, Matip kommt nicht ran, gibt Einwurf für die weiß gekleideten Königsblauen. Meier. Danke. Kommt leider zu weit vom Tor weg. Er ist kein Linksfuß, der Max Meier. So, die Frankfurt treffen zunächst in der englischen Woche auf Hertha. So, langer Abstoß. Nastasic. Ja, gut behauptet den Ball. Kaysara wieder zurück für Uschida. Da wird Baselli über den Haufen gelaufen. Ah, Mandela zu weit abgehauen. Seferovic. Rechter Ball frei. Matip. Di Santo. Und Marco Höger. Die Allzweckwaffe der Schalker wird den Verein ja verlassen. Aber jetzt bekommt er noch seine Einsätze. Klar. Jetzt geht's an die Kräfte. Englische Wochen ohne Ende. Kaysara zu Di Santo. Kriegt er die noch vom Aus? Ja. Hält er im Spiel. Di Santo. Flanke kommt nicht, aber holt die Ecke mal hin. Ist doch okay. Von Magantinia. Freistoß, Eckball, Eckstoß ausgeführt von Daniele Baselli. Matip! Ah, Krinn den Ball nicht richtig drücken. Ist zu weit unterm Ball, deswegen der Ball weit übers Tor. Schalke versucht sich hier in der gegnerischen Hälfte festzubeißen. Alex Meier. Flum. Matip dazwischen. Matip. Ah, hat überhastet gespielt den Ball. Der Kameruner. Rita. Kaysara gut abgewehrt den Kopf. Mit dem Kopf. Höger. Muss wieder hinten rum. Über Matip. Und wieder Ogo. Meier. Und Baselli mal auf der Außenbahn, aber da fehlt ihm ein bisschen die Spritzigkeit, um da voll mitzulaufen. Könnt ihr dazwischen? Kommt da nicht dazwischen. Aber Höger macht das klasse. Sané, wieder Marco Höger. Höger wartet auf Sané, klasse umlaufen. Leroy Sané. Flanke, dauert zu lange, bis sie den Ball zurechtgelegt hat. Jakpa ist da und jetzt Alex Meier mal. Kann er Ball verteilen? Baselli, gut geholt den Ball. Sané. Da ist die Santo. Nee, war zu schwach. Stendera. Wieder Sané dazwischen. Di Santo. Auf Baselli. Baselli. Wo ist Di Santo? Läuft weg. Baselli will Di Santo in den Lauf schicken. Di Santo weicht nach außen weg. Zu weit nach außen weg. So kann es nichts werden. Marco Rus. Rita. Oh, Meier dazwischen. Meier. Auf Di Santo! Nicht drin! Franco Di Santo mit der besten Möglichkeit hier für Schalke. Kein Frankfurter mehr dran. Der Ball ein bisschen über den Schlappen gerutscht. Deswegen nicht im Tor. Und Abstoß Heinz Lindner. Flum, probieren wir die Annahme. Meier. Hüntela, Abstimmungsprobleme mit Marco Höger da. Aber es gibt einfach für Schalke, denn Marco Rus war ein bisschen zu nervös am Ball, wie es aussieht. Max Meier mit Aogo. Meier. Immer noch Meier. Max Meier und Lindner. Ball kam zu nah aufs Tor. Beziehungsweise zu zentral aufs Tor. Und wieder die Schalker. Baselli. Di Santo auf Daniele Baselli gegen Reinhardt. Baselli, Baselli! Immer noch Baselli! Jetzt ist er drin! Daniele Baselli! 1-0 für Schalke, das ist un. Und das war
der unabdingbare Wille, dieses Ding zu machen. Irgendwie kriegt er den rein hier. Da, setzt sich durch gegen den Reinhardt. Und dann hier an Lindner vorbei. Lindner geht nicht an den Ball. Und dann hat er ihn doch nochmal, Daniele Baselli. Aus der Drehung ins kurze Eck. Klasse gerackt, klasse gekämpft vom Italiener. 16 Millionen hat er gekostet im Winter. Und er verstärkt das Schalker Mittelfeld, wie schon so oft gesagt. Sehr, sehr stark. Zweites Bundesliga-Tor. Beide auswärts. Der Fels Arena will er noch nicht. Ja, da dreht auch Geis meistens auf, wie zuletzt in der Europa League. Hasebe. Nee, kann den Ball nicht halten. 1-0, aber für Schalke. Das ist ganz wichtig. Distanz dazwischen. Klasse. Höger. Hüntel. Ah, schade. Wollte er weiter tropfen lassen. Hüntel auch nicht ganz wieder drin. Nach der Verletzung. Frankfurt viele Fehler im Spielaufbau. Hünteler. Zu Di Santo. Nicht drin. Schwer zu sehen bei diesem Schnee immer, ob der nur wirklich reingeht oder nicht. War aber auch abseits von Di Santo mal wieder. Hier klar. Über einen Meter im Abseits. Findet noch nicht ganz so recht rein. Immer noch nicht. Nastasic wieder abgefangen. Höger. Hasebe dazwischen mit einem Pressschlag. Und das war die letzte Aktion. Der erste in der Hälfte. 1-0 führt der FC Schalke 04 in der Commerzbank Arena zu Frankfurt. Bei der Frankfurter Eintracht. Er hier erzielt das Tor. Daniele Baselli. Unglaublich wichtig geworden, dieser Mann. Aber auch unglaublich auf den Zahnfleisch laufen die Schalker mittlerweile natürlich auch. So, Bergmann haben wir nicht mitgenommen. Super. So, dann kommt aber Kostic rein jetzt hier. Zweite Halbzeit für Max Meyer. Und mehr bringen wir hier denn noch nicht. Lassen wir mal noch den Rest außen vor. Ein Wechsel wird es nur geben. Philipp Kostic also rein. Meyer war nicht so doll. So. Medijovic. Medojevic. So heißt er. Und rein. Und Schalke hat gewechselt, wie gesagt. So, zweite Halbzeit läuft. Kessara. Sané. Mit Kaysara. Hält ihn beim Spiel gegen Hasebe. Kaysara mit der Flanke. Damit der ist hinter da. Groß noch davor. Klasse verteidigt von Marco Rus. Ecke. Baselli. Und Heinz Lindner. Jetzt aber Hünteler. Tor Schalke. Der Hunter ist zurück. Klaas-Jan Hünteler. Macht das 2-0 hier. 49. Minute. Und die Führung ist gar nicht mal unverdient. Schalke spielt hier gut heute. Ecke von Daniele Baselli. Der bereitet hier das zweite Tor vor. Lindner kommt nicht ran und Hüntela im Fallen. Halber Verrückzieher. Wunderbar gemacht vom Holländer. Eiskalt, den wollte er. Nach Verletzung schnell wieder treffen. Sein 11. Treffer in dieser Saison. Klaas-Jan Hüntela. Gibt wieder ein bisschen Ruhe jetzt auf Schalke. Und man hält sich die Frankfurter weg von den Euroleague-Plätzen. Stendera. Reinhardt. Und da kommt mal ein Schuss von Haris Seferovic. Auch mal wieder die Frankfurter im Offensivspiel. Man musste aber überhaupt nicht eingreifen. Abschluss vom Schalker Keeper. Hündela verlängert. Kostic auf Di Santo. Kein Abseits. Ah, zu viel nach vorne. Da hätte er ablegen müssen auf Kostic. Wäre besser gekommen. Seferovic. Rita. Sascha Rita gegen Dennis Aogo. Rita mit der Flanke. Hasebe. Keine Gefahr. So, nächster Wechsel bei Schalke. Für Di Santo wird Kennedy kommen. Ansonsten wäre es noch so hier ein bisschen fertig. Baselli ist ein bisschen fertig. Der könnte mal raus. Geist will ich aber nicht unbedingt bringen, sondern, ja klar, Thilo Kehrer. Na, noch nicht. Noch nicht. Aber später. 10 Minuten eventuell noch warten, damit dann Thilo Kehrer auf die 6 kommen. Habe ich hier bei Hünteler runtergenommen? Nee, ne? Nehmen wir nochmal das Faulrizier-Tor von Klaas und Hünteler.
Und gucken wir auf den Wechsel nochmal. Ist es jetzt wirklich... Nee, die Sandro ging raus für Kennedy. Sehr gut. Ich dachte jetzt schon, weil sie Hünteler einblenden hier. Nee, der ist am Ball. Hünteler. Kopfball, Verlängerung. Versuch zumindest, wie immer. Midojevic. Reinhardt. Und Rita. Midojevic. Schendera wieder außen weg. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus bei den Frankfurtern. Höger. Erobert den Ball. Und Sané. Ah, zu weit versprungen der Ball. Auf diesen glitschigen Geläuf, seifigen Geläuf. Seferovic. An den Pfosten. Wo kam der denn her? Also Frankfurt kommt doch nochmal rein hier in die Partie. Wenn sie das Tor machen. Haben sie noch nicht aufgegeben hier. Medojevic. Nochmal Seferovic mit dem Torschuss. Der geht aber weit drüber. Den Pfosten hätte ich gerne nochmal gesehen. Hünteler. Kopfball Sieger zwar aber genau auf Seferovic. Medojevic. Rita. Sascha Rita muss abdrehen. Marco Ross, haben Hünteler dazwischen. Hünteler, jawohl, nimmt Kennedy mit. Kennedy jetzt allein vor Lindner. Kennedy, genau auf Lindner. Nochmal Kennedy, jetzt macht er ihn. 3-0 Schalke. Sein erster Bundesliga-Treffer. Jetzt halt also auch im zweiten Versuch jedoch erst. Den ersten muss er schon machen. Hier, lässt ihn ein bisschen zu weit abtreiben. Dann genau auf den Mann und dann kriegt er mal nochmal zurück und nimmt ihn aber doch sehenswert. Direkt 3-0 durch Kennedy. Jetzt ist die Messe hier aber gelesen. 70. Minute, jetzt kann auch Thilo Kehrer kommen. Vaselli ganz doll müde. Für ihn also jetzt hier der junge Kehrer im Spiel. Ne, Anstoß. Oh, dürfen wir noch nicht wechseln gleich. Ja, Frankfurt will nochmal durchspielen hier. Mit. Oh ja. Stendera. Augo, immerhin Eckball für die Frankfurter. Und jetzt gibt es den Wechsel. Daniele Baselli darf raus. Der das wichtige 1-0 erzielt hat, ja. Und wie kommt die Nummer 20 ins Spiel? Thilo Kehrer. Debüt eigentlich müsste es sein für ihn in der Bundesliga, oder? Müsste sein Bundesliga-Debüt sein. Ecke, Makoto, Hasebe. Oh, da kommt er sogar an den Kopfball, der Alex Meyer. Und nochmal Ecke. Da war wohl Thilo Kehrer noch dran. Wieder Hasebe. Wieder in die Mitte. Fährmann ist da. Jagba. Weit nach vorn. Reinhardt. Abgeblockt. Und jetzt Matip. Sané. Und Kostic mal über die rechte Seite. Philipp Kostic hat ganz viel Platz jetzt, wa? Kostic. Auf Hünteler, der tritt ins Licht. Und dann ist es Kehrer mit dem Abschluss. Das wäre es ja gewesen, wenn sein ersten Bundesliga-Treffer erzählt. Hünteler kann sich fassen. Abseits, sagt da auch noch der Schiedsrichter. Okay. Bei Hüntelers Abschluss. Tatsächlich, Hünteler ist im Abseits. Ah, da steht er falsch. Da steht er komplett falsch, der Stürmer. So, Doppelwechsel ist Zambrano, der ehemalige Schalker kommt. Für den anderen ehemaligen Schalker Sascha Rita und Luc Castaños. Kommt für Haris Seferovic ins Spiel. Höger wehrt den Ball ab. Das ist Kennedy wieder. Agil am Ball auf jeden Fall. Sané. Flanke kommt. Das ist Kehrer. Nächste Chance für den jungen 19-Jährigen. Ja. Gute Kopfballchance. Da steht er fast ganz frei im Strafraum. Gute Flanke von Leroy Sané auch. Castaños, Reinhardt. Und den Ball, ja. Da guckt Alex Meyer auch in die Mitte und sagt, wer soll den Ball denn kriegen? Führung für Schalke mittlerweile auch verdient. Wie ich schon beim 2-0 sagte, denn Frankfurt erst auf den 2-0 erst richtig wach. Oder halbwegs wach und versuchte was zu machen. Hasebe.
Sané nochmal mit der Balleroberung. Nee, wird als Foul ausgelegt des jungen Nationalspielers. Hat er schon sein Debüt in Frankreich gegeben. So, Jagba machen wir mit dem Freistoß. Ich nochmal lang nach vorne reinbringen. Sané zwar da, aber Reinhardt köpft auch weit weg. Bzw. Sané war nicht da. So rum. Kam da nicht ran. Warum auch ein Leroy Sané an Stefan Reinhardt angestellt wird, weiß man ja auch nicht. Hasebe, Kehrer gegen Hasebe. Der erfahrene Japaner setzt sich durch. Andersen, Bamba Andersen, abgeblockt. Aber da kommen sie nochmal. Nee, August da. Nochmal Frankfurt, Reinhardt. Auch mehr Verzweiflung dieser Schuss. Es gibt 4 Minuten Nachspielzeit. Wundert mich jetzt aber doch schon ein wenig. Warum so viel? August zu Kostic, Kostic, Kehrer. Oh, Kehrer, da hat ein paar Probleme bei der Ball an und Mitnahme. Kommt diesen Seifigen läuft nicht klar, da kommen sie nochmal durch. Alex Meyer, der macht das Ehrentor hier. 1-3. Alexander Meyer, der Ewige, macht das Tor. Gibt noch einen Gruß an die Kamera. Aber rühmen brauchen sie sich mit dieser Leistung hier nicht. Auch wenn es jetzt ein schönes Tor, schön rausgespielt war. Das ist aber aus Schalker Sicht völlig unnötig, dieses Gegentor. Sind sie ein oder andere Mal mal wieder durchgekommen mit einer Kombination durch die Abwehr. Aber was soll's. Dafür haben sie ja vorne heute in der Offensive recht gut getroffen. Kaysara nochmal. Mit Leroy Sané. Sané. Immer noch Sané. Sané abgeblockt. Und Lindner nimmt locker auf. Und das war's denn. Schalke gewinnt. Hochverdient. Mit 3-1 bei Eintracht Frankfurt. Endlich wieder ein Sieg in der Bundesliga. Endlich wieder ein guter Auftritt auch in der Bundesliga. Nicht nur in der Euroleague. Hüntela auch eher war wieder da. Gleich mit dem Treffer. Hat man schon angeführt hier heute. So kann es dann weitergehen in diese schwierigen englischen Wochen, wo alle Spieler gebraucht werden vom ganzen Kader. Auch ein Thilo Kehrer. Auch ein Max Christiansen wird gebraucht werden. Werden also spannende Aufgaben jetzt in der nächsten Zeit. Vor allem in der Bundesliga geht es ja jetzt hier Schlag auf Schlag. Kaum Zeit zum Ausruhen. Hier 2 Tage Pause, dann ist schon wieder Hamburg dran. Pressekonferenz können wir gleich machen. Wir können unsere Mannschaft auf jeden Fall mal loben wieder. Sperre abgelaufen für Jonas Hector. Wird natürlich auch gleich wieder aufgestellt dann. Dann wird Nasser eine Pause bekommen. Aber klar, das machen wir mal anders. So, auf jeden Fall, das 4-4-2 ist jetzt mal wieder bewährt. Auf jeden Fall. So, Spielerentwicklung, was heißt Training? Wenn wir nochmal machen, Kennedy kriegt nochmal einen kleinen, was Chancenerarbeitung betrifft. Einen kleinen Lehrgang. Dann natürlich auch Leroy Sané. Mit Tempo-Dribbling. Genauso auch Bergwijn. Ballbesitz halten, ja. Auch mal. So, hinten hier Thilo Kehrer braucht eine kleine Einheit. Wo ist er? Da. Auch hier auf jeden Fall Defensive nicht. Zweikampf, Grätschen. Dribbeln. Hier, Ballbesitz halten. Da muss man einen kleinen Fortschritt machen. Das war nicht so gut von ihm. Und dann nehmen wir mal noch als Außenverteidiger klar Jonas Hector. El Rondo mal wieder. Und dann geht's los hier mit der Trainingseinheit vorm Spiel gegen Hamburg. Und Baselli, Bergwijn bekommt sogar ein klein bisschen dazu. Immerhin. Und dann geht schon bald los, gegen den HSV wieder. Nächste Partie, Heimspiel, dann kommt wieder Köln. Es geht jetzt hier, wie gesagt, Schlag auf Schlag. Aus aktuell anders England, Transferphase. Ich will meine Karriere nicht immer auf Bank sitzen, möchte daher. Ja, ist ja gut, du darfst ja gehen. Dein Vertrag läuft aus, Herr Höger. Gut, und das war's dann für heute. Wir haben mittlerweile 5 Punkte Vorsprung auf Platz 7. Streiten uns hier mit Wolfsburg um die direkte Euroleague-Qualifikation. Also hier können an den Wölfen auch vorbeiziehen jetzt im nächsten Spiel. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant. An die Leverkusen, da kommen wir aber auch sehr nah ran wieder mit dem nächsten Sieg, im nächsten Spiel. Das wäre sehr, sehr wichtig. Von daher, macht's gut. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es dir gefallen hat, natürlich immer wieder gerne Daumen nach oben. Wollt ihr nichts verpassen, Abo dalassen. Das übliche Zeug, ihr kennt's halt. Haut rein. Ciao, ciao, Hansa-Fan. Macht's gut.